with me. So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es ein Unboxing von dem Axial Wave in der Kit-Version. So. Und zwar, das Auto ist echt verdammt groß. Fangen wir gleich hier mit dem ersten an. Die Reifen, die sind echt mega groß. Also halt 2,2 Inch Reifen. Ne? Der Stück, also Profil, sieht auch echt ganz gut aus. Scheint echt griffig auch zu sein. Hat auf jeden Fall ein sehr schönes Profil. Ich halte es auch ein bisschen in die Kamera, dass man es mal vielleicht ein bisschen besser sieht. Ja. So. 4 Stück natürlich. Haben wir auch 4 Räder. So. Dann geht es erstmal jetzt hier weiter. Alle schöne Tüten verpackt. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber hier sind die Seitenteile drauf. Und das Dach hinten hinter noch. Alles noch unlackiert. Dann findet man hier die Motorhaube, die auch echt riesig ist. Also der soll 1:10 sein, aber so groß wie das ist, könnte der auch schon als 1:8 durchgehen. Auf jeden Fall hier Motorhaube und hinten noch das Interieur. Dann hier verschiedenste Anbauteile. Wie die Leitbuckets hier auch. Ja, verschiedene Lenkräder. Und was man alles so gebrauchen kann. Dann kommen wir hier gleich zur nächsten Tüte. Auch mit Plastikanteil, Anbauteilen. Oder zum Beispiel auch hier von den Stoßdämpfern. Ja, dann hier verschiedenes wie C-Hubs, Rear-Hubs und sowas. Die Schaumstoffeinlagen für die Räder sind hier noch. Da wird vielleicht die Größe auch noch mal ein bisschen sichtbar. Ja, dann hier das größte Paket mit, wo halt die Achsen drin sind, wie man sie hier unten ein bisschen erkennt. Vom Drive-Shift. Hier die Sachen, hier nochmal links aus Plastik. Ja, und halt alle möglichen Teile wie für das Motorgehäuse oder halt hier auch das Skidplate, alles mögliche drin. Dann hier, das ist die schwerste Tüte, weil hier ist alles Mögliche an ja, Metallteilen, Schrauben, alles sowas halt drin. Auch immer auch schön zu sehen, dass alles hier schön durchnummeriert ist, beziehungsweise mit Buchstaben halt buchstabiert ist. Dann hier noch die 2,2 Zoll Felgen. Genau, das sind Zoll, nicht Inch, wie ich eben gerade gesagt habe. Hier der Roll Cage von dem Rave und noch Sachen fürs Interieur wie Sitze. Vielleicht hat man das hier oben gerade erkennen. Und zu guter Letzt, bevor der Karton leer ist, alles an Aufklebern, Fett, Schraubensicherungslack, hier nochmal ein Schraubenschlüssel und natürlich die Bauanleitung hinten hinter noch. So. Ja. So. Ja, also das sind jetzt mal so alle Teile. Ich mache gleich nochmal eine Übersicht, was jetzt alles so mit dabei ist, damit ihr es nochmal alles ein bisschen genauer angucken könnt. Und das werde ich dann jetzt gerade einblenden.
So, und jetzt sage ich euch mal so in etwa, was ich vorhabe. Steht alles noch nicht hundertprozentig fest, also es kann sich noch was verändern. Und zwar erstmal zu sagen, ich werde das Auto aufbauen, dies aber nicht filmen, weil ich dazu keine Zeit habe, das alles zu filmen und zu schneiden, so im Detail wie jetzt zum Beispiel bei der letzten Karosserie von dem McLaren. Deswegen, ich werde das Auto einfach zusammenbauen, wenn es fertig ist, werde ich ein Video drüber machen, wie ich zum Beispiel die Elektronik einsetze oder so, weil das muss ich ja auch noch alles kaufen, das wird jetzt auch in den nächsten Tagen erledigt. Und ja, dann kommen immer mal wieder ein paar Upgrade-Videos zu den Rave hoch. Und ja, jetzt mal so in etwa, was ich vorhabe. Und zwar soll der Rave so eine Art Desert-Look bekommen. Also schön beige-sandfarben so. Und so werde ich auch die Felgen in beige machen zum Beispiel. Und die Karosserie natürlich. Das Ganze werde ich mit einer Airbrush machen, die ich hier unten auch stehen habe. Werdet ihr dann aber auch noch genauer sehen in dem Video, wo ich die Karosserie und so lackiere. So, das war's noch schnell mit diesem Video. Und ja, dann sehen wir uns bei dem nächsten Video wieder. Bis dann.